Wir nennen uns trotz eines großen Umfangs Heimatmuseum Fürstenwerder. Wir haben insgesamt 18 Räume, die wir präsentieren. Wir sind als Schwerpunkt Museum des dorftypischen Handwerks. Alle Handwerksgewerke, die mal in unserem kleinen Ort waren, versuchen wir zu präsentieren. Ofensetzer, Dachdecker, Schmiede, Schlosser, Bäcker, Friseur, Schuhmacher, Tischler, alles typische Dorfgewerke. Diese Dachsteinsammlung ist was ganz Besonderes. Die hat ein Gastwirt begründet, Begründer unseres Heimatmuseums, Erich Blitschau. Die Dachdecker haben immer gern einen getrunken, hatten immer Durst. Und statt mit Geld haben sie mit Dachsteinen bezahlt. Was meinen Sie, was bedeuten diese Steine hier? Diese Linien, das sind Blitzlinien, das sind Blitzsteine. Die sollen sagen, Blitz, wir sind schon hier, komm hier nicht her. Diese Steine waren auf jedem Dach und sollten die Häuser vor Blitzen schützen. Das hier oben sind Glücksteine mit der Hand, mit der Jahreszahl. Der erste Stein war ein Glücksstein, den hat der Zieglermeister seiner Frau geschenkt, sollte Glück und Gesundheit bringen. Wenn heute Schulklassenkinder ins Museum kommen, zeigen ihnen als erstes eine Waschschüssel. Stellt euch vor, wie in einer Waschschüssel gewaschen wurde, die meisten kennen nur noch Duschen. Öfen, andere Sachen, Haarschneidemaschine, ganz alte Sachen, also alte Technik wie vor 100 Jahren, Nähmaschinen, Bügeleisen, sind interessant für Kinder als außerschulischer Lernort. Also sehr, sehr viele alte Sachen sind wichtig für die Kinder. Von Grundberuf bin ich Bäcker. Das verlernt man sein ganzes Leben nicht. Ich bin jetzt seit über 50 Jahren. Ist ein schöner Beruf. Hier im Backstubenbereich erklären wir den Kindern und Schulklassen die Entwicklung vom Getreide zum Brot. Wie kann man aus Getreide überhaupt eine genussfähige Nahrung machen? Auf dem Hof liegen 3.000 bis 4.000 Jahre alte Schrotmühlen, ganz alte Getreidemühlen. Dort können die Kinder selbst mit einem Mahlstein Getreide mahlen, sieben und können sehen, wie aufwendig früher Mehl hergestellt wurde. Sehen Sie, wie was weiß wird hier? Das ist Mehl. Den muss man ein paar Mal durchsieben. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Ausstellung Haushaltstechnik Made in DDR. Wir haben aus der damaligen Zeit so viel Schenkungen und Leihgaben aus der DDR bekommen, das war zu schade zum Wegwerfen. Und wir haben davon eine Sonderausstellung gemacht, die jetzt schon 6 Jahre steht. Und alle haben gesagt, lass das stehen, so viele Sachen, da kann man sich mit identifizieren. Man kann so viele Sachen gut erkennen, wie es früher mal gewesen ist. Das soll keine DDR-Verherrlichung sein, aber es ist so eine gute Erinnerung. Wir haben in unserem kleinen Ort Fürstenwerder über 100 Jahre Mal- und Zeichentradition. Seit dieser Zeit kommen schon Leute nach Fürstenwerder und finden die landschaftliche Gegend so schön hier und malen. Hier auf dem Bild sehen Sie Ansichten von 1905 von Fürstenwerder. Hier steht eine Bockwindmühle der Familie Walter, die mein Urgroßvater mütterlicherseits mal gehört hat. Hier der Ort von Fürstenwerder, noch keine Bäume, also eine sehr schöne Ansicht von Fürstenwerder. Das Schönste ist, dass wir unsere 50-jährige Tradition durchhalten können, unterhalten können. Dass sich unser Museum von einem Raum zu 18 Räumen entwickelt hat. Jedes Jahr ist ein bisschen was dazugekommen, durch Unterstützung der Gemeinde, durch Sponsoren, durch ABM. Viele Helfer haben dazu beigetragen, dass unser Museum so ist, wie es jetzt ist.